Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Wir sind heute bei Klaus-Dieter Gröhler. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und Mitglied des Haushaltsausschusses. Schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen im Wahlcafé hier. Man sieht es, Sie haben auch einen besonderen Raum geschaffen des Zusammentreffens. Nun schauen wir auf die Politik. Martin Schulz ist ein SPD-Kanzlerkandidat. Glauben Sie, dass der Angela Merkel gefährlich werden kann? Letztlich nein. Nun soll man nicht überheblich sein, aber ich glaube, die Erfahrung der Kanzlerin und ihre Art, auch Probleme zu lösen, wird am Ende des Tages die Menschen überzeugen. Und machen wir uns nichts vor, Martin Schulz würde nur Kanzler werden mit einer rot-rot-grünen Mehrheit. Und wenn die Leute richtig überlegen, glaube ich, können sie das für Deutschland nicht wollen. Sie sind Mitglied des Haushaltsausschusses, also Sie kennen sich gut mit unseren Finanzen aus. Jetzt gab es die Meldung, 14 von 16 Bundesländern haben ordentlich Überschuss erwirtschaftet, fast 9 Milliarden Euro im letzten Jahr. Finanzminister Schäuble hat auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Was passiert denn mit unserem Geld? Also was die Länder mit ihrem Geld machen, kann ich natürlich nicht beurteilen und auch nicht beeinflussen. Sie wissen, das ist ja in Deutschland sehr strikt voneinander getrennt. Aber es zeigt übrigens, dass das Gejammere der Länder in den letzten Jahren auch ein Stück weit unberechtigt war, weil der Bund hat die Länder massiv entlastet, zum Beispiel angefangen bei den Zahlungen fürs BAföG. Und dementsprechend sind die Länder jetzt finanziell auch ordentlich aufgestellt und ausgestattet. Was wir mit den Überschüssen im Bundeshaushalt gerne machen würden, kann ich Ihnen sehr leicht sagen, Schulden zurückzahlen. Deutschland ist ja immer noch erheblich verschuldet, obwohl wir in den letzten Jahren immer einen ausgeglichenen Bundeshaushalt aufgestellt haben. Und ich halte es einfach für notwendig, für nachfolgende Generationen, denen so wenig wie möglich Schulden zu hinterlassen. Insofern Schulden tilgen, Geld zurückzahlen. Nun gibt es viele Experten, die sagen, es muss auch investiert werden, damit die Wirtschaft weiter am Laufen ist, in Infrastruktur zum Beispiel. Könnten da auch die ein oder andere Millionen hinfließen? Das machen wir. Da wird auch sogar die eine oder andere Milliarde hinfließen. Und dann unterm Strich muss man nur Folgendes sehen. Das Geld muss ja dann auch immer sinnvoll tatsächlich verbaut werden. Sie können nicht kurzfristig in einem Jahr sagen, wir geben jetzt mal 10 oder 15 Milliarden mehr für die Infrastruktur aus, weil das würde die Bauwirtschaft gar nicht schaffen. Sie würden die Konjunktur ganz kurzfristig hochlaufen lassen in dem Bereich, die Preise massiv erhöhen und haben danach dann wieder eine Situation des Nicht-Ausgelastet-Sein in diesem Wirtschaftsbereich. Also man muss das immer sehr kontinuierlich machen. Wir kommen aber in den kommenden Jahren eher in die Schwierigkeit, dass es zu wenig Fachkräfte geben wird, um das Geld überhaupt zu verbauen. Die Deutsche Bahn sagt uns jetzt, dass sie schon in den kommenden Jahren Schwierigkeiten hat, Neubaustrecken zu planen, zu bauen und bisherige große Ingenieurbauwerke, Brücken zum Beispiel, auch dann zu sanieren. Also das wird unser vorrangiges Ziel sein. Weniger wird das Geld das Problem sein, mehr werden die Fachkräfte unser Problem. Stichwort Digitalisierung. Glauben Sie, dass Deutschland da auf dem richtigen Weg ist oder hängen wir da noch hinterher? Wir haben auf jeden Fall Nachholbedarf. Wenn wir sagen, wir sind führende Industrienation in Europa und eine der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt, dann müssen wir da besser werden. Und wir beide können ja mal das Experiment machen und außerhalb der Großstädte schauen, wie schnell respektive wie langsam das Intranet im ländlichen Bereich ist. Und der ländliche Bereich ist ja zum Beispiel eben auch eine Gegend, wo sehr viele Familienunternehmen ansässig sind. Also da werden und müssen wir besser werden. Ein anderes Thema, der XXL-Bundestag. Also mit der nächsten Bundestagswahl, sagen einige, könnte es dann deutlich mehr Bundestagsabgeordnete geben. Sehen Sie da eine Gefahr für den Steuerzahler, dass wir vielleicht nochmal 100 Abgeordnete mehr haben und dass das dann auch den Haushalt ganz schön belasten könnte? Also aus finanzpolitischer Sicht sehe ich das Problem nicht. Ich sehe in erster Linie, was die Arbeitsfähigkeit des Bundestages angeht, ein Problem. Wir sind jetzt 630, würde man auf über 700 kommen, dann hätten Sie einfach Schwierigkeiten, was die Ausschussgrößen angeht. Jeder Abgeordnete braucht dann auch wieder zusätzliche Büros. Also das würde das Parlament sehr belasten. Deshalb hat die CDU-CSU-Fraktion gerade aktuell ja einen Beschluss gefasst und gesagt, Deckelung bei 630 Abgeordneten. Das ist unser Vorschlag an die anderen Fraktionen. Aber wir brauchen, um dafür das Grundgesetz zu ändern, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Das heißt, wir brauchen die Zustimmung von SPD und Grünen. Und wenn die sich in der Frage querlegen, dann steigt die Gefahr eines Mega-Bundestages. Und das können wir eigentlich alle nicht wollen. Welche Themen sehen Sie noch vor der Wahl, die auf uns zukommen?
Inzwischen ist die Zeit ja so schnelllebig, dass man heute gar nicht weiß, was in der nächsten Woche die politische Herausforderung sein wird. Wir sind immer noch dabei, die Flüchtlingssituation auch zu handeln. Das muss man offen zugeben. Das heißt, wir haben einerseits die Situation, dass wir uns um Integration kümmern müssen, auf der anderen Seite aber auch um Abschiebung all derer, die nicht in Deutschland bleiben können und die nicht wieder freiwillig gehen. Natürlich liegt mir am Herzen, dass in erster Linie die Leute freiwillig das Land verlassen, aber wer das nicht tut, da muss dann gegebenenfalls auch mit staatlichen Zwangsmitteln dafür gesorgt werden, dass das Recht hergestellt wird. Wenn man dann sieht, wenn Flüchtlinge abgeschoben werden, ist das eine sehr teure Sache. Ein Flieger kostet mal eben 30 Millionen und da sind dann nur 20, 25 Leute drin. Das waren so die Zahlen, die ich zumindest gelesen hatte. Ist das dann, kann man mit solchen Zahlen weiterhin rechnen? Werden da noch enorme Kosten auf Deutschland zukommen? Also die Zahl kenne ich so nicht. 30 Millionen und 20 Flüchtlinge werden abgeschoben. Das wäre sicherlich ein Missverhältnis. Deshalb sagte ich ja vorher schon, in erster Linie muss es darum gehen, die freiwillige Rückkehr zu erreichen. Hat für den Flüchtling ja auch immer den Vorteil, dass er erstens selbst steuern kann, etwa wann er zurückgeht. Er kriegt noch eine Aufbauhilfe, um in seiner Heimat dann auch tatsächlich wieder anzukommen. Und er ist nicht auf Dauer gesperrt, auch mal wieder nach Deutschland zu Ausbildungszwecken oder zu was auch immer zu kommen. Das ist natürlich bei einer Zwangsabschiebung anders. Aber wer nicht freiwillig geht, der muss das Land dann zwangsweise verlassen. Und da ist eben die Abschiebung per Flugzeug häufig die einzige Methode. Und dann muss man eben in den sauren Apfel als Staat beißen und das eben auch durchziehen. Donald Trump schließt gerade so ein bisschen die Flughäfen für Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern. Ist das für Deutschland vielleicht dann auch eine Alternative, dass man noch strikter wird in der Flüchtlingspolitik? Also die Politik von Donald Trump ist sicherlich für uns kein Vorbild. Ganz im Gegenteil, ich kriege inzwischen die ersten Protestschreiben von Bürgern aus meinem Wahlkreis, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber auch die iranische, weil man kann die iranische nicht abgeben. Der Iran verbietet ja die Aufgabe der eigenen Staatsangehörigkeit und die sind zum Beispiel von Trumps Einreisestopp betroffen und dafür habe ich nun gar kein Verständnis. Was wir aber immer wieder sagen, ist, dass wir die EU-Außengrenzen besser sichern müssen. Da haben wir ja immer noch in der Europäischen Union zu wenig gemeinsames Engagement. Und wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass jetzt im kommenden Frühjahr, wenn das Wetter wieder besser wird, sich nicht wieder 10 oder gar 100.000 Menschen übers Mittelmeer durch Schlepper organisiert von Libyen auf den Weg nach Italien machen. Weil eins ist auch klar, in erster Linie verdienen die Schlepper. Das sind Banden, das sind organisierte Verbrecherstrukturen und denen müssen wir dringend das Handwerk legen. Es kann nicht sein, dass derartige Strukturen darüber entscheiden, wer übers Mittelmeer kommt und wer nicht, sondern das muss eine Aufgabe sein, die die EU konzentriert in die Hand nimmt. Ist das auch ein Thema, das die Leute hier in ihrem Café in Berlin mitnimmt und was hören Sie da von Ihren Wählern im Prinzip? Also ich bin ja Wahlkreisabgeordneter in einem sogenannten bürgerlichen Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich hatte auch auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nie die Situation, dass die Menschen mich scharenweise beschimpft haben. Natürlich gab es die eine oder andere kritische Frage, können wir denn das tatsächlich schaffen? Sind es nicht zu viele? Wären wir nicht überfordert? Aber hier waren auch ganz viele Menschen dabei, die sofort bereit waren, sich ehrenamtlich zu engagieren, die Flüchtlingen geholfen haben bei Behördengängen, die Sachen gesammelt und gespendet haben, die Deutschkurse mit organisiert haben. Also ich habe nie die Situation erlebt, dass die Menschen gesagt haben, das geht so nicht, sondern sie haben natürlich kritische Fragen gestellt. Das ist ihr gutes Recht als Wählerinnen und Wähler und das ist in der Demokratie eben auch mal so. Aber insofern bin ich auf meine Bürgerinnen und Bürger hier im Wahlkreis auch ein Stückchen stolz. Welche Themen brennen hier noch unter den Nägeln? Na, in Berlin haben wir natürlich die Situation, dass wir inzwischen rot-rot-grün regiert werden. Wir leisten uns ja inzwischen die größte Landesregierung in Deutschland, allein mit 25 Staatssekretären. Und da fragen natürlich viele Leute, muss das so sein? Und ich sage denen immerhin, hättet ihr bei der Wahl euch anders entscheiden müssen. Das muss man auch mal ganz drastisch sagen. Ein anderes Thema in Berlin ist natürlich auch immer die Frage der inneren Sicherheit. Wir müssen eben aufpassen, dass es nicht Bereiche gibt, wo die Polizei die Kontrolle in einzelnen Stadtteilen verliert.
Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch selbst zum Beispiel gegen herumziehende Einbrecherbanden schützen, ihre Wohnungen und ihre Häuser besser ausstatten, um sowas zu verhindern. Das sind Themen, die gerade auch in einem Bereich wie Charlottenburg-Wilmersdorf immer wieder auftauchen. Die Bundestagswahl kommt nun im September auf uns zu. Wer wäre denn Ihr Wunschkoalitionspartner? Am liebsten wäre mir natürlich mal tatsächlich eine absolute Mehrheit, wenn man dann eben mal 4 Jahre wirklich regieren kann, ohne immer wieder Rücksicht auf den Koalitionspartner zu nehmen. Das dürfte aber ein Wunschtraum sein. Ich würde gerne mit der FDP eine Koalition führen, Schwarz-Gelb, das ist die bürgerliche Mitte. Wenn das nicht machbar wäre, könnte ich mir auch Schwarz-Grün vorstellen. Ich würde eine große Koalition gern vermeiden, weil es war nicht immer einfach mit den Sozialdemokraten und eine große Koalition ist wirklich das Ausnahmemodell. Das sollte man nicht auf Dauer in Deutschland etablieren. Haben Sie Angst, dass die AfD Ihnen doch Stimmen kosten könnte? Die AfD kostet ja sozusagen alle anderen Parteien ein Stück weit Stimmen, bis hin zu den Linken. Also das ist jetzt kein nur CDU-Thema. Ich werde im Wahlkampf dafür sorgen, dass die Menschen aufgeklärt werden, was mein AfD-Mitbewerber möchte. Die AfD hat ihn inzwischen nominiert. Das ist ein bekennender Islamhasser, der zum Beispiel vorschlägt, alle Moscheen zu schließen. Ich werde den Menschen ganz deutlich sagen, das ist mit unserem Grundgesetz, das ist mit unserer Religionsfreiheit nicht zu vereinbaren. Und insofern sollen die Leute sehr, sehr deutlich überlegen, ob solche Leute tatsächlich im deutschen Parlament etwas verloren haben. Klaus-Dieter Gröhler, vielen Dank für den Einblick hier in Ihrem Wahlcafé und viel Glück für die Bundestagswahl. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Schauen Sie doch mal auf unsere Webseite inside-wirtschaft.de.